Hallo Fallout-Fans, willkommen bei Fallout 3 mit mir, dem Gario. So, in der letzten Folge haben wir uns ja den Kämpfen hier gewidmet. Mit Todeskralle, mit Skorpionen und so weiter und so fort. Jetzt möchte ich mal diesen versiegelten Wasserspeicher hier betreten. Oh, Licht an. Ich habe jetzt eigentlich einen Gang vermutet, aber ist anscheinend nur ein Lager. Stealth Boy, Stimpak, Wackelpuppe, Sprengstoffe. Sie haben eine Vault-Tec Limited Edition Wackelpuppe gefunden. Auf dem Sockel steht, Probleme löst man am besten, indem man sie aus der Welt schafft. Ihre Fertigkeit Sprengstoff wurde dauerhaft um 10 Punkte erhöht. Sehr schön. Ja, okay. Ich war am Anfang enttäuscht, dass es nur das ist, aber reicht ja eigentlich. Eine Wackelpuppe. Schön. So, rauf hier. Schön. Dann. Für alle, die mir vielleicht jetzt unterstellen wollen, ich würde das, hätte das gewusst, dass es hier die Wackelpuppe gibt. Nee, habe ich nicht. Das wusste ich tatsächlich nicht. Von vorherigen Spielen. Dass es hier eine Wackelpuppe gibt. Fand ich aber cool. Rebuilding America's Future Today. So. Könnte ein Spruch von Donald Trump sein. Wer ist das? Nur dieses Metallstück aus dem Boden ziehen. Vorsichtig! Sie könnte scharf sein. Oh, ihr seid mir. Hey! Hey, was macht ihr hier? Minen entschärfen anscheinend. Okay, hier sind Minen, das heißt. Okay. Das scheint schon noch zum Skript zu gehören. Oh. Scheint noch zum Skript zu gehören. Ödländer, Splittergranate. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es Minenentschärfer hier gibt, aber hier gibt es auf jeden Fall Minen. Und das ist schlecht. Okay. Soweit, so interessant. Jetzt schauen wir mal, was hier drin ist. Funkturmanlage. Licht an. Funksignal Kilo Bravo erfasst. Schauen wir mal, worum sich da handelt. So, Radio. Ah, ja. Wer Morse kann, ist hier klar im Vorteil. Egal, wir lassen es mal bestehen. Vielleicht bringt es ja irgendwas. Ich habe gehört, man kann, glaube ich, ein paar Radiosender oder so freischalten. Ich kann zwar mit Morse gerade nichts anfangen, aber vielleicht, wenn man die alle aktiviert, wäre ja geil. Dann passiert vielleicht was. Ne? Könnte ja sein. Ich habe in der Hinsicht überhaupt keine Ahnung und habe jetzt auch eigentlich keine Lust, mich im Wiki schlau zu machen, weil das ja auch so ein bisschen Spoilern ist. Dementsprechend lasse ich mich einfach mal überraschen, was ich damit bewirke. Oh, hallo Albino. Okay. Das sind zwei. Moment. Definitiv Stimpaks. Wie mache ich den jetzt fertig? Eine gute Frage. Gatling Laser haben wir. Ja, Gatling Laser. Oh! Oh, der macht kaum Schaden dank der dicken Panzerung. Flinte. Oh!
Es leckt, warum leckt das? Nachladen. Willst du wohl hier bleiben? Scheiß Vieh. Oh oh, unsere Stimpacks gehen auch langsam zur Neige. So, jetzt hat sich das. Wie lange nehme ich schon auf? Keine Ahnung. Mal Waffe einfach mal wegstecken. Ich sehe hier schon wieder einen Feind auf. Oh! Muss mich verarschen? Heckenschützengewehr. Ja, okay. Oh! Wir machen jetzt mal Folgendes, nachdem er uns treffen kann, wir ihn aber aus welchen Gründen auch immer nicht, werden wir mal ein bisschen gewichtlos mit einer Plasmagranate. Schön, dass da noch mehr kommt. Ich habe auch Zeit. Ich habe ein paar Stimpacks übrig. Sag mal, wirst du jetzt vielleicht auch mal sterben? Das wird hochgehen! Ja. Können wir dich vielleicht im Nahkampf erledigen? Ja. Reservistengewehr. Schön. Scheint eine einzigartige Waffe zu sein. Kann ich den Leichnam auch plündern? Ja, kann ich. Sehr gut. Hut des Oasis-Druiden. Interessant. Kampfrüstung. Oh, Koordinaten von Oasis. Schön. Koordinaten von Oasis. Notizen. Zack, Zerstörungsfrequenz. Was ist das denn? Ich bin nicht wirklich sicher, ob man Eden trauen kann. Und ich glaube, er weiß, dass ich ihm nicht vertraue. Aber ich glaube nicht, dass er weiß, dass ich die Notfallzerstörungssequenz für seine Konsole habe. Prioritätsaußerkraftsetzung. Autorisierungscode 42003209 und BOOM! Es sollte natürlich der letzte Ausweg sein, aber zumindest ist es möglich. Okay. Mhm. Aber war das die Zerstörsequenz für den John Henry Eden, diesen komischen, nicht komischen, den Präsidenten der Enklave? Oh ja, eine Stunde schlafen tut uns, glaube ich, gut. Red X. Munitionskiste. Aufbrechen, dann halt nicht. Und so, okay. Cool. Gut, den Friedhof außenrum. Wir wollten ja eigentlich in diese Richtung, ne? Dann gehen wir mal in diese Richtung. Hier ganz schön vom Kurs abgekommen bin. Ach nee. Schön.
Ach, baut Beine verkrüppeln, schön. Ich hoffe, jetzt kommt. Jetzt sind immer noch zwei Feinde da, wo ich einen erwischt habe. Nee. Okay, jetzt ist nur noch einer da. Okay. Waffe wegstecken, 5mm Schuss und Raketen. Gut. Alles. So. Was gab's denn hier Spannendes zu bewachen? Hier ist doch nichts, oder? Ist hier was? Mabel Campingplatz. Okay. Aber wenn der so stark zu bewachen ist, dann muss es ja hier irgendwas geben. Dann schauen wir doch gleich mal. Ein Metallkochtopf. Und ein paar Stimpacks. Ah! Dieser Teddy natürlich, auf der Schaukel. Das ist wirklich wichtig. Also das ist wirklich zu bewachen. Und ein leerer. Ne, ich verstehe irgendwie nicht. Gut. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Ach nee. Habe ich schon erwähnt, dass ich diese Skorpione hasse? Ich glaube schon, ne? Ich meine mich zu erinnern, das erwähnt zu haben. Hätte ich den Flammenwerfer doch nicht verkaufen sollen. Ach ja. Was tut man nicht alles, um zu überleben? Aua. Immerhin. Den haben wir ausgeschaltet. Das scheint mir ein Gebäude zu sein. Wunderbar. Da ist ein Turm, ein Sendeturm. Geht's hier rein? Ach, das ist dieser Tunnel da. Den haben wir, da waren wir, glaube ich, schon mal. Ist es noch weit bis zu unserem eigentlichen Ziel? Oh ja, verlassene Autoburg. Und Shale Bridge. Da unten ist ein Meierwerk. Okay. Den machen wir mal fertig eben. Von hier oben. Waffen. Raketenwerfer. Oh. Zu hoch. Wo ist der Meierlurk hin, den wir gerade eben beschossen haben? Das waren noch zwei Stück. Hä? Bin ich gerade unkonzentriert und doof? Oder ist hier tatsächlich gerade ein Meierlurk? Nee, der taucht wieder auf. Gut, okay. Ich dachte schon irgendwie. Das denke ich öfter mal in letzter Zeit. Hä? Okay.
Hat's schön erwischt, jetzt drüben ist der König. Ah! Aua. Ich glaube, ich will von euch gar nichts sehen, mit blöden Meyer-Lurks. Unter Wasser sehe ich auch nichts. So, da drüben ist eine verlassene Autoburg angeblich. Okay. Ach, die Folge dürfte auch schon wieder oben sein. Und hier schon wieder Kämpfe. Mann, ich will heute eigentlich gar nicht so viel aufnehmen, aber ich nehme trotzdem so viel auf. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.